Haltet durch. Start noch einen Versuch. Alles klar. Festnahme negativ. Verfolgen ihn weiter. Naja, schade. Nicht ganz so elegant. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Wie viel brauchen wir jetzt Straßensperren noch? Einen. Na, verdammt. Code 6 verloren. Er kann nicht weit sein. Ich fahre zurück und sehe nach, ob ich an ihm vorbeigefahren bin. Mach das. Ich helfe dir. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Wurde der Verdächtige gesehen in südlicher Richtung auf dem Campus? Nee, ja, ich komme doch schon wieder. Wird abgesperrt. Ich habe ihn los, schickt alle her. Ups, da hätte ich dir jetzt voll reinfahren können. Du bist alleine, du Vollhorst. Also denn, wenn du schon bei meinem langsamen Auto hier bei 240 nicht mehr mithalten kannst, dann sehe ich Spaß für deine Zukunft. Ich habe ihn verloren. Wir müssen das Gebiet durchsuchen. Bestätige Zentrale. Hier ist Bravo 28. Mann, hätten noch gerne eine Straßensperre. Wir sperren den Bereich nordöstlich seiner Position ab. Hier ist so gut wie immer einer. Hätte gern, dass ihr nochmal mit einer Straßensperre auf mich zukommt. Verdächtiger ist wieder auf dem Campus unterwegs. Machst du keinen Gefallen? Irgendwo eine Straßensperre. Er hat uns gerade passiert. Nimm jetzt die Verfolgung auf. Mach das. Na gut. Sollen wir es nochmal drauf ankommen lassen? Ja, locker. Kommen wir es drauf anlassen. Lassen wir es drauf ankommen. Naja, oder auch nicht. Ah, sehr schön. Und tschüss. Verdächtiges Fahrzeug ist weiter flüchtig. Er hat uns irgendwie passiert. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden. Auf dem Campus Way. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2 umschalten. Zielpositionen werden über GPS zugewiesen. Oh yeah, baby. Super ist gegangen. Hey, du machst dich echt gut. Hab ein paar Infos über Polizeihubschrauber. Wenn sie dich haben, stell dich irgendwo unter. Die sind zwar schnell, aber einen Röntgenblick haben sie nicht. Sie dürfen nur nicht sehen, wo du langfährst, sonst alarmieren sie die Kollegen. Ja, wunderbar. Bin beeindruckt. Darauf wäre ich selber nie gekommen. Speichern, ja. Ja, weiter. Blacklist 15, wie sieht's denn aus? Kopfgeld... Oh yeah. Dann können wir umsteigen auf unserem super neuen teuren Porsche, der echt ein bisschen mehr drauf hat als du, langsames Kärchen. Fangen wir doch mal mit Meilensteinen an. 240. Oh, da müssen wir erst noch Leistungstuning machen. Gut. Nee, da brauchen wir anders. Ja, schon wesentlich besser. Nein. Achtung, östliche Streife. Wir bekommen mehrere Meldungen rein über... Ihr bekommt gar nichts rein. 225. Schauen wir mal, ob wir das mit so wenig Nitro zusammenbekommen. Aber 225 dürfte kein Problem sein. Ja. Wunderbar. Und flapp. Ah, haben wir auch schon Meilensteine, aber... Ich würde sie mir ganz gerne noch alles holen, wegen dem Kopfgeld, dann haben wir später mal wieder ein bisschen
Ersatzbank sozusagen. Ist ja mal wieder super, wo die einen hinstellen. Total auf die verkehrte Seite. Ich habe es eh nicht geschaut, wie schnell wir da sein müssen, aber da fahre ich sowieso lieber von der anderen Seite wieder, weil die haben ja einen Vogel. Okay. Upsalari. Sorry, das war ungeplant. Kommen die Cops, da kommen die Cops. Ich glaube 220, kann das sein? Jo. So, dann machen wir erstmal ein Rennen, jetzt wenn die hier überall Cops sind. Probieren wir es mal ein bisschen mit Drag. Hier werden wir wieder ein bisschen brauchen. Wieso fährt der andere schon BMW? What the hell? Gut, dass die nie fahren gelernt haben. Na gut. Schauen wir mal. Wow. Okay, okay. Was machen wir da? Scheibenkleister. Ich fürchte fast, wir müssen dann da auf die andere Seite, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, oder? Yo. Sehr schönes Ganger, wunderbar. Das Bild ist leicht schief gegangen, leicht überbelichtet gewesen. Vielleicht war der Fotograf aber auch nur einfach geistig unterbelichtet. Haha, dein BMW ist Schrott. Gut, Rennen. Ja. Früher oder später müssen wir es eh noch fahren. Also, was soll der Stress hier? Oh, der eine hat schon mal weg von uns. Lass dich nicht in meinem Windschatten fahren. Ja, das müssen sie erstmal nachmachen. Wobei der eine gut hinkam. Wobei der fast genauso gut war wie vorher. Autsch. Problem ist, jetzt habe ich kaum noch Nitro. Und fahre einen Stuss hier zusammen. Wow, ich war jetzt gerade wieder abgelenkt. Wieso bin ich Zweiter? Na gut, die BKMH dürften wir zusammenbekommen, wenn wir nicht gestört werden. Ja, der Kerl hat einen starken Motor. Ja, du bist... Ich hab's mir schon fast gedacht, du Scheiß... andere Fahrer. Ein kmh, das ist noch zu verkraften, aber ich hätte mehr zusammenbekommen, wenn der mich da nicht ausgedrängt hätte. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem. 194, ne? Das
bekommt er locker zusammen, wenn er nicht total bescheuert ist. Okay, er ist total bescheuert. Oh, der letzte hat's drauf. Jetzt auf einmal wieder. Hey, verdammt, was ist denn da wieder los? Ich pack's nicht. Ich habe Angst, dass wir das Rennen verlieren. Oh, doch so viel. Naja. Hieß der Lightning? Tatsächlich. Wir haben hier Lightning McQueen. Und das ist tatsächlich wieder der letzte. Ne? Mal at the ball. Hier wäre eine Radarfalle richtig cool. Da würde ich sogar auf 300 gut kommen. Stimmt, wir fahren jetzt halt hier schon mit dem Porsche 300. Mit dem anderen sind wir noch nicht so weit. Ah, scheiße. Kacke. Ja, natürlich. Leute, was ist denn da wieder los? Fahr dich. Einfach mal mit Gewalt, aber das bringt auch nichts. Ey, Wahnsinn. Ich bekomme nichts mehr zusammen hier. Das ist nicht meine Strecke. Wie viel Bock? 485, ey, Kacke. Soll ich hier auf gar keinen Fall. Ah. Das war jetzt ein bisschen blöd. Na gut. Das Rennen fahren wir später nochmal. Da waren jetzt eindeutig die Fahrer ein bisschen blöd. Da konnte ich gar nichts dafür. Yes, they know I let you fuck this on the top and die. Naja, um ihn ganz auszuweichen, hätte ich ganz schön einschlagen müssen. Das hätte mich dann wieder wahrscheinlich doch zu viel gekostet. Probieren wir es nochmal so. Abkürzung verpasst. Die Rennstrecke mache ich auf alle Fälle lieber. Aber da bin ich auch allein. Da kommt sie nur auf mich an. Nicht so Idioten, die mich immer da so bedrängen. Mhm.